Eier, wir brauchen Eier. Tor! Anfang nächster Saison, Durchschnittsalter von 24,16 Jahren haben. Müssen Sie da Ihre Methoden vielleicht mal auch hinterfragen? Nee, aber das ist bei uns echt das Problem. Das meine ich ernst. Es ist so, dass wir jeden Geburtstag eigentlich, kennt es ja selber von sich, wenn man älter wird, dann ignoriert man Geburtstage lieber. Bei uns beginnt es jetzt schon bei 20-Jährigen, also weil es einfach jeder Einzelne, der ein Jahr älter wird, einen Schnitt versaut. Mhm. Aber wir werden das zur neuen Saison regeln. Alle über 22 werden sie in diesem Trikot nicht mehr sehen. Schön, das ist wunderschön. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Ja, ich stehe hier mit Michael Gries, vom Vorstand vom Deutschen Kinderschutzbund, ist richtig. Wir haben die erste Halbzeit jetzt hinter uns, die U21 führt klar und deutlich. Was sagst du bis jetzt zum Spiel? Ein sehr schönes Spiel. Ich mag es ja vor allem, wenn Spiele fair abgehen, das ist ja auch eindeutig der Fall. Und ich mag es auch, wenn der Bessere gewinnt und welcher der Bessere ist, das ist auch eindeutig. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde vor uns, dann könnte der Aufstieg feststehen. Wirst du demnächst nochmal kommen, wenn es selbstverständlich. Ich habe jetzt auch das nötige Equipment bekommen, als Fan also ausgestattet zu sein. Meine ganze Stunde auch noch auf Bike. Mein Sohn steht total auf Handball und ich werde ihn aber das nächste Mal mit hier hin, dann gucken wir nochmal zusammen. Ihr habt es gehört, die Fangemeinde wächst weiter. Ja. Ihr wisst auch Bescheid, wir haben in der laufenden Saison viele Fanartikel verkauft, den Button, unsere Fan-T-Shirts und haben immer jeweils gesagt, 1 Euro geht an den Deutschen Kinderschutzbund. Das möchte ich dir hiermit ganz herzlich überreichen. Herzlichen Dank. Wir sind auf 50 Euro gekommen, so laut meine Quellen richtig sind. Und würden euch das hiermit gerne übergeben. Super, vielen Dank. Dass ihr damit was anfangen könnt. Und freuen uns natürlich über jeden Fan, der auch nächstes Jahr wiederkommt. Wir können auf jeden Fall was damit anfangen. Wir werden das nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nämlich so einsetzen, wie es vielleicht auch für euch ganz günstig ist. Wir werden damit vor allen Dingen Sportprojekte in Dormann mit betreuen, weil viele Kinder treiben immer weniger Sport oder umgekehrt immer weniger Kinder treiben ihre Freizeit Sport. Das heißt also, wir freuen uns gerade, wenn ihr einen Sportverein uns da unterstützt, weil wir auch gerade den Sport wieder an die Kinder ranbringen. Kinder haben ein Recht, sich darauf zu bewegen und das wollen wir nämlich hiermit unterstützen. Was kann Schöneres für uns geben? Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit, Michael. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank auch. Und ciao an die Zuschauer. Tschüss.